Die Formel 1 war zwar 23 Jahre lang nicht zu Gast in Mexiko, doch nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr fühlt es sich so an, als ob sie nie fort war. In Mexiko ist der Grand Prix mehr als nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Geschwindigkeit und des Mutes. Die Stimmung im Stadion ist nicht zu übertreffen, dagegen kommt selbst der Lärm der Rennwagen nicht an. Wir sind heute in Mexiko und befinden uns weit über dem Meeresspiegel und wie in jedem Jahr ist Kühlung das Zauberwort für die Mechaniker und die Ingenieure. 4,18 Kilometer ist eine Runde lang und erwarten 17 Kurven und Spitzengeschwindigkeiten von über 354 km/h. Die besten Überholmanöver vor den Kurven 1 und 4 sind garantiert. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und Sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht, ich denke nicht, dass Sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ja, keine Strafen. Verstappen, Valtteri Bottas und Raikkonen, Leclerc, Ocon, Hülkenberg und Lewis Hamilton. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Sainz Junior, Van Dorn, Marcus Ericsson und Alonso, Gasly, Magnussen, Brandon Hartley und Romain Grosjean, Sirotkin und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. We're in good position for the Constructors title. There are three races left, so we need some good results. Jo, genau. Damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir sind zu Gast in Mexiko mit dem 19. und drittletzten Rennen der Saison. Auf jeden Fall. Hier wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. In Richtung Konstrukteurswerben. Wir haben 10 Punkte schon auf Ferrari. Also wir sollten heute tatsächlich ein sehr gutes Teamergebnis holen. Wir stehen auf den letzten 1 und 4. Ein Ferrari steht auf 2. Dazwischen steht noch Perez zwischen Vettel, der eben quasi ein Stückchen rechts von uns steht. Und hinter uns steht Sergio Perez, der Lokalmatador. Der möchte natürlich auch seinen Fans hier ein sehr gutes Ergebnis liefern. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Hoffentlich kriegen wir es hin. Ob wir es wirklich auf die Reihe bekommen und ob wir hier wirklich noch einen Riesenschritt Richtung Konstrukteurswerben-Titel machen können. Das sehen wir ab jetzt. Auf geht's. Ah. Aber erstmal die Einführungsrunde, so nicht der offizielle Start. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through more if you can. Ja, das ist natürlich jetzt greif wieder ein bisschen auf Temperatur bringen. Wichtig ist, dass wir den Start gewinnen. Das wäre so wichtig. Die Reifen sind 2 Runden alt auf jeden Fall. Wir werden immer noch Ultras abwechseln müssen. So alt, glaube ich, wie auch bei den meisten. Ich habe Vettel, wie gesagt, der wird auch noch mal eine Zeit seine Zeit gesetzt haben. Der hat ja mit dem ersten Versuch die Bestzeit gesetzt und hat im zweiten Versuch noch mal eine Zeit nachgesetzt. Im ersten Versuch war es ja eine 16.2 und dann hat er am letzten Versuch noch mal eine 16.0 gemacht. Aber wir haben ja die 15.0 geschafft. Also wir fast eine Sekunde schneller als sowas als Vettel an unserem Versuch. Und das war so wertvoll. Wenn wir so wegziehen würden, wie jetzt gleich, ne, hier schon in der Einführungsrunde, dann wäre das schon interessant, wäre das super. Aber wir abwarten. Das wird ein hart umfeiltes, hartes Rennen werden. Vor allen Dingen der Start. Ich vermute, dass wir gleich wieder richtig verlieren werden, aber einfach schlecht wegkommen. Mit der vollen Traktionskontrolle. So. Jetzt geht's gleich los. Dieser drittletzte Rennen. Danach, wie gesagt, nächste Woche in Brasilien und übernächste Woche noch Abu Dhabi. Und dann sind wir durch mit der zweiten Saison. Aber jetzt erstmal voll auf Mexiko konzentrieren. Alles andere ist jetzt mir egal. Hauptsache ein gutes Teamergebnis. Das wäre so wichtig. Jetzt müssen wir warten, bis die beiden Williams noch stehen. Unser quasi neuer Arbeitgeber für die neue Saison.
Die Ampel mir ist auf Rot. Und sobald sie ausgehen, geht's los. Ja, das habe ich schon mal gemeint. Ich wollte Vettel nämlich schon wegblocken. Das musste ich nämlich machen, die Barriere. Ja, Kusche. Danke fürs... Dankeschön. Da habe ich irgendwer wegrasiert schon. Ich muss einen Ticken später abbremsen, sonst war es der Vettel. Jawohl. Der Super ist auch noch vorbei, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Was geht denn heute ab, ey? So, funktioniert das. Eigentlich die Kollision mit Verstappen, wo gesagt, das wollte ich halt also nicht. Ja, Hauptsache da geschafft, dass wir da vorbei sind. Wir können jetzt ein bisschen. Ja, keine Luft verschaffen, aber wir müssen natürlich klar. Und dann jetzt, so, dass der Perez am Fetten vorbei ist, ist natürlich das Idealste. Das sieht schon mal gut. Ich hoffe, dass ich jetzt Verstappen, wenn man da vorbeikommt, und Raycon nicht hinpunkt wird. Angriff von Perez. Natürlich möchte ich das jetzt sehr vermeiden. Aber der will, genau, will seinen Fans noch zeigen. Der ist auf jeden Fall heiß, der Junge. Und dass er racen kann, weiß, wissen wir. 18 Runden stehen wir uns heute an. Also es wird harte 18 Runden. Gestern momentan erst das 6. Zunächst wird er gleich jetzt Angriff setzen. Angriff Perez und der geht für die Führung. Und der will wieder den Tausch zurück zu uns. Wir müssen das Ding ja quasi gewinnen. Das bleibt auf 4. Bottas. Wir fighten uns gerade mit Perez ein bisschen durch die Gegend. Ja, beziehungsweise zurecht. Wunderbar. Dann wird das definitiv nicht langweilig, weil wir müssen ja hier eigentlich quasi schon fast gewinnen. Jetzt konnten wir uns natürlich ein bisschen Luft ansetzen. Weil der Verstappen hängt da mit dran. Ah, den Fehler haben wir natürlich jetzt gemacht. Da wird er uns jetzt gleich kassiert. Die Besten wird er gleich holen, oder? So, Max hat so. Wir hatten den Max einfach mal so gepusht. Der scheint an den Mercedes vorbeigegangen zu sein. Das kann man natürlich noch nicht. Wieder Angriff Perez. Die gleiche Variante. Der Perez, der geht dann. Greift jetzt an, aber kann noch nicht vorbeigehen, weil wir dann in dem Moment die Innenbahn haben. Und für Max ist das natürlich ideal, weil der kommt natürlich auch immer Vettel wieder dran. Aber der ist mit der dieser Vierergruppe dran, da gerade mal. Also, ein Red Bull führt, also meine Wenigkeit, Pfaff, Perez, Vettel und Verstappen. Also das sind die ersten vier. Und dann kommt Kimi Räikkönen schon. Oh, der Motor, der schon zeigt schon ein bisschen... Also wir müssen irgendwie die Saison noch durcharbeiten. Das heißt, ich darf keinen Gemisch 3 fahren. Hey, hey. Perez wird jetzt wieder angreifen. Der hat jetzt wieder den Angriff. Ja, der geht. Klar, er hat DRS, was soll ich machen?
Angriff, wieder erste Kurve, der Konter auf jeden Fall direkt setzen. Auf der Bremse mit dem Red Bull doch deutlich besser. Dass wir noch eine Information mit den Reifen bekommen, weil die mittlerweile auch fast durch sind nach zwei Runden. Also so ganz überreden sind sie nicht momentan, ne? Ich sagte aber zu den Flügelwechsel, den Wechsel. Runde 7 bis 12, also Runde 7 ist mal rein. Noch drei Runden brauchen wir auf jeden Fall für den Reifen. Wir können es aber momentan auch nicht so absetzen, dass wir da. Na gut, das sind die Hypersoft, ne? Wieder der nächste Angriffsversuch von Perez. Diesmal kriege ich ihn nicht weggeblockt. Aber ja doch, wieder erste Kurve. Also wie gesagt, momentan kriegen wir es wieder in der ersten Kurve geregelt. Also solange aber der jetzt jedes Mal angreift, das wird wir das jetzt gleich nochmal probieren. Perez wieder vorbei. Also. Ja, ja, sag ja, der will da auf jeden Fall. Der will auf jeden Fall das Ding hier gewinnen. Also wir haben es hart zu verteidigen und das wird natürlich nicht gerade einfach werden. Ich hoffe, dass der Verstappen da irgendwann gleich mal an einem Fetten vorbeigehen kann. Jetzt können wir uns ein bisschen Luft verschaffen gerade. So, gleich noch eine Runde danach und dann kann man zumindest mal frische Reifen holen, weil die wahrscheinlich gleich auch durch sind irgendwann. Kann das diesmal wieder richten oder sagt er, so geht der Vettel am Perez ran. Diesmal brauchen wir uns nicht zu verteidigen. Diesmal sind sie nämlich beide weit weg. Oh, das Gelb irgendwo. In dem NNS ist. Da müsste also ein Teil liegen oder ein Auto sein. Aber kein Auto. Das ist, oder? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, was für ein Auto? De facto ist es kein Ferrari. Die Gelb, ja. Weil sie schon aufgehört. Also ich hätte ja nur ein Teil gewesen, das ist sein, gerade ein Flügel oder so. Die Reifen sind aber richtig durch gerade. Ich komme momentan nicht wirklich weg. Ich habe schon die 0,1 Sekunden, ne? Ich hoffe, dass die Reifen gleich die Ultrasoft auf jeden Fall noch besser sind, weil wie gesagt, die Reifen sind durch gerade komplett. Es ist ein Spiel. Es war bei uns ein McLaren. Ich glaube, es ist richtig gesagt, was verloren. Und jetzt der komplette Angriff von Perez in Führung für den Red Bull, für den Force India, Entschuldigung, für den Racing Point. Ich arbeite mich dabei jetzt gerade vorbei wieder. Und wenn auch ein bisschen so. Dauerblau Flaggen, allerdings nicht für uns, sondern für wahrscheinlich von dort. Ich weiß, ich hab den Namen nicht gesehen. Also es war McLaren, das ist klar. Der steht jetzt gerade so ein bisschen das Bild, aber ich glaube, Alonso dürfte nicht so weit vorne sein. Ich glaube, es war nicht Alonso. Ich glaube, es war von dort. Nein, der Name war ein bisschen was länger, so aus dem Augenwinkel zumindest gesehen. So, dann wenn wir jetzt in die Box gehen. Ja, das hat wieder ein bisschen Zeit gekostet.
müsste natürlich jetzt den Flügel wechsel mal, den Flügelwechsel, den Wechsel auf die Reifen, auf die Ultrasoft machen. Es geht das, was jetzt davor vorbeigeht, ist jetzt scheißegal. Wichtig ist, dass wir den Perez behalten. Das hat gereicht. Und der war jetzt Vettel an Perez. Und Perez hat das Problem, was wir schon mal hatten. Und Perez hat das Ding, was wir schon mal hatten. Nämlich, da ist ein Auto gerade hoch. Oh, da geht der Mercedes gerade hoch. Stroll. Ja, ja, dann war das das. Da war nämlich gerade Öl. Da war gerade Öl auf der Strecke. Virtual Safety Car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual Safety Car is deployed. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you want to reduce your pace. Jetzt hätte ich jetzt wieder ein bisschen. Jetzt ist Max is coming in for a stop. Da ist vor allem ein Motorschaden raus. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Ja, das hat natürlich auch wieder Zeit gekostet. Danke, Max. Danke, Max. Abbremsen. Und das hat es halt auch die Position gekostet gerade. Plötzlich sind da Mercedes und Kimi Räikkönen. Dieses Virtual Safety Car hat richtig Zeit gekostet gerade. So, wir sind noch nicht weit weg. Aber Max hat natürlich die Arbeit geleistet, die wir uns haben wollten. Er hat nämlich den Vettel-Behall weggeblockt. Dass der nicht mit DLS vorbeifliegen konnte. Aber das ist natürlich bitter, dass wir jetzt da vorne einen führenden Mercedes haben und einen Ferrari noch vor uns. Also die zwei, das wird jetzt heftiger, kam für die zwei perfekt. Also sehr interessantes Rennen auf jeden Fall. Also keine Sicherheitsgarantie, dass wir noch früher, dass wir das Ding gewinnen. Right, the car ahead has come in to put on the ultra soft tire. Car ahead is now running ultra softs. Man muss natürlich wieder rankommen jetzt. Ja, Vettel ist natürlich jetzt bitte, bitte. Danke fürs Wegschießen, du Arsch! Are you alright? Engine off, engine off. Ich muss ja wieder vorbeikommen, Kimi. So, anbrissen vor dem Stadion vielleicht, dass ich da jetzt den Angriff setzen kann. Jo. Hab ihn. The gap to the lead
jetzt habe ich natürlich beide Ferrari hinter mir. Ich muss natürlich jetzt so gucken, dass ich den Hammett da vorne kassiere. Zeit. Ich muss die Sache jetzt gerade. Ich muss die Tür jetzt so auflassen. Ich meine, weil ich da vorne einen Lewis Hamilton jage, der mir natürlich gerade ein bisschen so den Strich durch die Rechnung macht. Ja, das Safety Car von, mit dem Aus von 12 war nicht die Planung. So. Great work. That's a new fastest lap for the race. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder rankommen. Wir müssen auf jeden Fall Hamilton da kassieren. Sechs Runden haben wir noch Zeit, aber also momentan sind wir auch viel klar schneller als er. Ist es natürlich absolut ideal. Wie gesagt, das wird schon Safety Car. Aber sind wir wieder dran, dann sind wir mal halbwegs dran an ihm. Dann auf P12. Ja, Corona 12 schon. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Ja, das sollte natürlich jetzt aufpassen. Das Vorteil ist, dass wir jetzt gleich DS kriegen. Oder? Ja. Gap to teammate behind is 4.1 seconds. So, der Angriff auf der ersten Kurve von Luke gegen Lewis Hamilton. Ein bisschen kuscheln. Und dann habe ich ihn. Und das Gute ist, Max ist an den Ferrari dran. Und wenn der Max Platz 3 holt, wenn wir hier Platz 1 und Platz 3 holen, kann man echt einen riesen Schritt machen in der Richtung, was das wird. Und dann können wir als Führender wahrscheinlich nach Brasilien reisen nächste Woche. Aber jetzt erstmal diese 5 Runden hier noch schaffen, weil wir müssen jetzt gegen Hamilton werden. Das wird auch alles anders einfach werden. Das VSC hat mir wahrscheinlich fast sogar noch das Rennen gekostet. Aber wir führen ja ganz einfach wieder. Wobei das kann, ist manchmal komisch. Manchmal kriege ich echt einen Push, die Fahrer. Plötzlich der zweite Ferrari, nämlich der Raikön. Dicke abgesetzt von Vettel. Die waren eben ganz nah beieinander. Ich hätte jetzt der Vettel ein paar Probleme gerade kriegt, weil der kommt nämlich, hätte Verstappen nämlich gerade auf. Also Verstappen müsste, sollte zumindest vorbeigehen an einem der Ferrari. So, jetzt haben wir natürlich die Chance gegen Hamilton. Jetzt gab der Hamilton nämlich die erste, die an. Das, was wir mit Perez vorhin gemacht haben, oh, der Move war nicht schlecht. Wieder dran in seine Gruppe an Hamilton. Boah, Alter, geht mir auf den Sack gerade. Muss mich nur verteidigen, ganze Rennen über.
muss ich mich ein bisschen härter verteidigen, gerade weil der Raikkonen ja auch da dran ist. Das ist so viel Sinn. Zweifel muss ich ein bisschen wegpushen. Raikkonen geht jetzt ran an Hamilton. Da merkst du mittlerweile vorbei an Sebastian Vettel. Ein Rennen. Was ein Rennen. Man ist sich wirklich nur noch am Verteidigen. Ich muss die Mischung erst. Ich hab keine Ahnung. Ist klar. Wir müssen dürfen. Brasilien wird jetzt nochmal ein hartes Rennen werden. Und ich kann mir eigentlich fast keine Strafe mehr erlauben. So, jetzt haben wir zumindest mal die Luft ein bisschen nach hinten. Ja, kann ich aber jetzt nicht nutzen, weil er mir sonst mit dem Motor wieder meckert. Und der Motor muss eigentlich noch zwei Rennen halten, und zwar in Abu Dhabi und in Brasilien noch. Zwei also wirklich Highspeed-Strecken, das heißt, es wird schwierig werden. So, Runde 16, noch zwei Runden danach. Und die kam kein DRS. Hamilton hat kein DRS, der muss, kam sie also nicht gegen Sebastian Vettel, gegen Kimi Räikkönen natürlich, ja. Weil der Räikkönen mir lieber wäre als plötzlich. Also wenn der Hamilton. Das ist schwierig, das wird so ein hartes Rennen werden. Wir müssen es durchrechnen. Ich kann es nicht rechnen. Ich kann es jetzt während des Rennens nicht ausrechnen, weil sich so viel passieren wird. Bestzeit Sektor 1. Aber das ist gerade herzlich egal. Aber das ist gut, dass wir uns ein bisschen abfetzen. Ja, wir haben aber den Kimi wieder dran an uns. Also wie gesagt, es wird ja schwer genug, sich gegen den anschwimmenden Ferrari zu wehren. Leider nicht mehr abkürzen, so wirklich. Wir sind Strafe bekommen, das ist Runde 17er, ne? Also. Wir haben noch drei Runden Sprit, also wir müssen ein bisschen Sprit aufpassen jetzt. Mega viel verloren, also das Auto will nicht mehr. 1,1 Sekunden, das ist immer noch kein DRS. Wir haben noch eine Runde und der Rest von Lisa. Also gute zwei Runden noch. Damit greift sich demnächst in Kimi Räikkönen. Und solange Max rum, ja, um Vettel wird das schon schwierig werden. Da wird er wahrscheinlich ein oder zwei Punkte vorher sein am Ende der Ferrari. Ja, Max ist sogar hinter dem Renault da noch zurückgefallen, also das sollte tunlichst da an dem Ferrari dranbleiben. Im Idealfall fliegt ein Ferrari jetzt auch aus dem Rennen, egal welcher. So, wir haben noch eine Runde danach. Scheiße, das würde ich schon durch sein, ey. Das wäre super. Also, müsste jetzt eine Runde noch wären irgendwie. Eine Runde müssen wir uns noch gegen Hamilton und Co. wehren. Ja, klar, der hat aufgeholt. Weil der hat ihn ja so, der ist, wir müssen uns irgendwie durch die erste Kurve retten. Irgendwie als Führender durch die erste Kurve retten? Das ist so die Gefahr. Erste DS, so eine. Haben wir. Wichtig ist, dass die zweite jetzt noch gleich gepackt ist. Weil jetzt kommt nämlich nochmal eine DRS-Zone und die müssen wir noch überleben irgendwie. Jetzt kommen wir ein bisschen besser raus. Ich habe den Hamilton auf dem Schirm hinten. Vor uns ist der McLaren, das ist aber gerade herzlich egal. Der ist eh schon überrundet.
Wir müssen uns jetzt eigentlich die letzten Kurven, wie diese S, einfach breit machen ohne Ende. Bloß kein Ferrari, kein Mercedes, sonst irgendwas vorbei. Diese 25 Wärmepunkte, die brauchen wir so dringend. Oh, wir im Stadion. Jetzt müssen wir uns im Stadion retten. Drückt die Daumen, liebe Zuschauer. Drückt die Daumen, dass es reicht. Momentan sind wir drin im Stadion. Wir führen immer noch. Und es ist ein hartes, arschhartes Rennen bisher. Letztendlich sind wir durch danach. Letzte Kurve. Oder letzte Kurve. Und damit müssen wir durch sein. Jetzt kann ich mal fett gehen. Yes, und dieser so Gold wert. Die sind so Gold wert. Und da ist aus der Hamilton noch dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest die 10 Punkte schon mal gut gemacht. Wir haben allerdings durch die Fatal-Punkte noch mal fast ein bisschen was verloren. Also 2 bis 4 Punkte bis wir Rückstand haben wir noch. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1. Da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Puh, das war nochmal ein hartes Stück Arbeit. Damit müssten wir eigentlich auch safe auf Mercedes sein. Also wieder klar, safe ist doch gar nichts. Fahren wir nochmal, schlagen wir die Mercedes im nächsten Rennen, dann sind wir eh durch. Sind wir zumindest mal P2. Aber wir wollen ja natürlich den Konstrukteurstitel holen. Und da sind es nur noch 4 Punkte und wir haben noch 2 Rennen. Also es ist wirklich knapp. Ja, das VSC, das hat tatsächlich das komplette Rennen nochmal durcheinander geworfen. Definitiv. Auch mit den Boxen, Strategien und alles rum. Und hat man. Oh. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden? Definitiv. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Definitiv. Das harte Stück Arbeit. Das war heute auch heftig. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So, den. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür... Danke für den Kommentar. Ja, wohl sah, es war ein harter Fight einfach nur. Das war definitiv nochmal ein harter Fight auf jeden Fall. Da muss ich mich auch damit so verteidigen, weil es ging nicht anders. So. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Gut, das nächste Rennen, wie gesagt, habe ich euch schon angekündigt, ist Brasilien. Das wäre das 20. der Saison. Wir sehen uns also nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Fans 2018.